Sie kennen das. Sie haben ja die Erfahrung schon gemacht. An der Börse erzielen Sie kleine Gewinne und erhöhen dann flugs den Einsatz, um endlich große Gewinne zu erzielen. Und was macht der Markt? Genau das Gegenteil dessen, was Sie erwarten. Aus den Gewinnhoffnungen werden dann reale Verluste. Eine typische Falle, in die Anleger immer wieder tappen. Herzlich willkommen zu unserer Themenwoche. Depot- und Risikoanalyse, ein Thema, an dem der Online-Broker Flatex zusammen mit dem House of Finance der Goethe-Universität Frankfurt im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie arbeitet. Ziel ist es, den Nutzen aus Anlageentscheidungen zu optimieren. Wer mitmacht, unterstützt die Studie und wird sich am Ende besser erkennen und in der Folge wahrscheinlich auch besser anlegen können. In unserer Sendung heute geht es um Verhaltensfehler, die eben verhindern, dass Anleger zu Gewinnern werden. Und da sollten Sie natürlich genau kennen, welche Fehler Sie auch machen, um sie dann zu vermeiden. Wie man das meistert, erfahren wir heute von Professor Andreas Hacketal. Er hat eine Stiftungsprofessur für Personal Finance an der Goethe-Universität und ist Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Und weiter geht's mit Dirk Peter, er ist Geschäftsführer von Flatex. Herr Professor Hacketal, Behavioral Finance, also die verhaltensorientierte Kapitalmarktforschung, ist ja etwas, was so in den letzten 20 Jahren aufgekommen ist, um festzustellen, dass die Anleger ja so rational nicht handeln. Das ist ja auch vor allen Dingen der Umgang mit Gewinnen und Verlusten. Und da hat man ganz verschiedene Verhaltensanomalien. Eine dieser Anomalie ist der sogenannte Dispositionseffekt. Den müssen Sie uns jetzt einfach mal erläutern. Was geht da in den Leuten vor? Das mache ich sehr gerne. Bevor wir allerdings gleich ins Technische reingehen. Verhaltensanomalien, das ist ein spannendes Wort. Das heißt, da sei was anomal. Das Gegenteil ist ja das Fall. Das ist das ganz normale menschliche Verhalten, was sich allerdings mit Marktstrategien oder mit den Märkten teilweise nicht so gut verträgt. Deswegen reden wir drüber, weil es zu Verlusten führen kann. Ein Verweis, Daniel Kahneman, Nobelpreisträger, hat ein wunderbares Buch geschrieben, von dem man so viel lernen kann. Und der sagt, wir Menschen denken in zwei Systemen. Das eine ist die Logik, das andere ist die Intuition. Wenn wir also über Anomalien, Behavioral Finance sprechen, dann reden wir meistens über diesen intuitiven Aspekt, in dem wir typischerweise meistens sind. Bloß auf Finanzmärkten ist das der falsche Modus. Und das ist die Grundlage all dessen. So zum Beispiel auch dem Dispositionseffekt. Warum machen die Leute das? Warum machen Anleger das? Weil sie Menschen sind und bei Menschen ist nun mal so in der Intuition, Gewinne sind schön und man freut sich drüber, aber Verluste tun so richtig weh. Und der Mensch ist so gepolt, dass Verluste doppelt so viel wehtun, als Gewinne Freude bereiten. Das heißt, Gewinne, wenn ich sie denn mal habe, will ich auf keinen Fall wieder verlieren. Und deswegen verkaufen viele Anleger recht früh Gewinne, realisieren sie, während sie Verluste aussitzen und im Depot halten. Und das ist dieser Dispositionseffekt, also so eine Asymmetrie bei Gewinnen und Verlusten. Offenbar ist der Einstiegszeitpunkt, das ist ja auch wichtig. Gewinn und Verluste orientieren sich daran, besonders wichtig für die Leute. Warum? Es ist der persönliche Einstiegszeitpunkt. Die Börsen entwickeln sich insgesamt. Also es sind verschiedene Facetten, aber wichtig ist, es ist offensichtlich ein ganz normales menschliches Verhalten, aber das kollidiert mit den Mechanismen an der Börse. Ja, also normales menschliches Verhalten ist eigentlich das, was andere als anormal bezeichnen. Wenn Sie Ihre Kunden betrachten, Herr Peter, dann wissen Sie natürlich, dass die an Verlustpositionen oft genug zu lange festhalten und bei Gewinnen zu früh realisieren. Können Sie das bestätigen? Absolut. Die meisten Kunden haben immer noch das Problem, dass sie ihre Gewinne sozusagen eher virtuell als Buchverluste sehen und damit im Grunde genommen eher nicht bereit sind, hier durch Limitierung entsprechend die Reißleine zu ziehen und laufen dann natürlich weiter in Verluste rein. Absolut. Anleger informieren sich vorher. Sie bilden sich eine Meinung. Und wenn Sie sich eine Meinung gebildet haben, ja, dann sagen Sie, ja, ich will mal gucken, da bleib ich jetzt erstmal. Das kann ja an den Märkten, wie man so schön weiß, auch gefährlich werden, denn Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge. Natürlich, absolut. Wenn Sie sagen, eine Meinung. Eine Meinung wird durch Informationen gespeist und dann geschieht dort etwas, die Informationen werden verarbeitet. Und wenn wir jetzt im System der Intuition sind, dann heißt Meinung bilden Muster erkennen. Da sind Muster. Und auf diese Muster agiere ich und reagiere ich. Und häufig ist es bei Mustern eben so, dass die Muster aber nicht durch Fakten oder durch Wahrscheinlichkeiten gestützt sind. Also dieselbe Parallelität. Meinung
gleich Muster, gleich typischerweise Behavioral Finance und Fehler. Auf der anderen Seite ist die bloße, kalte Wahrscheinlichkeit, die erfordert die Logik, aber keine Meinung. Mhm. Versuchen Sie mit einer Meinung an den Würfel ranzugehen. Mhm. Ja gut, aber das bestimmt natürlich das Verhalten, weil ich natürlich Recht bekommen will. Also Sie lachen, weil das ist natürlich der gefährlichste Punkt für Trader, die vor allen Dingen als erstes lernen müssen, der Markt hat immer Recht, oder? Das ist wohl so natürlich, wobei natürlich ein Kunde sich bestätigt fühlt, wenn er zufällig, um auf das Thema zurückzukommen, so der Markt in seine Richtung oder er sich zufällig so entschieden hat, fühlt er sich bestätigt, dass sozusagen Meinung Markt machen kann und führt dann auch zu möglicherweise kuriosen Lerneffekten, die sich dann im nächsten Trade nicht mehr bestätigen, weil das eben genauso nicht so ist. Und die Gefahr ist ja auch, der blendet dann eigentlich das, was seiner Meinung zuwiderläuft, ganz gerne aus. Das ist der Punkt. Und dann ein anderer Punkt, wenn er erfolgreich ist, dann neigt er zur Selbstüberschätzung und sagt, hey, ich weiß genau, wie es geht. Ich habe so viel Erfolg gehabt. Ich habe das alles unter Kontrolle. Wie menschlich, nicht wahr? Ja. Die selektive Wahrnehmung. In der Tat, es passt nicht in mein Muster rein. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ja, also ich fühle mich da, wer möchte schon zugeben, dass er Fehler gemacht hat? Insofern ist es ganz normal, dann ist die Wahrnehmung dessen, was ich im Fernsehen sehe oder was ich im Internet lese oder in der Zeitung, ich lese mir natürlich vor allen Dingen das an, was mein Muster, meine Meinung bestätigt. Und das führt dazu, dass ich im Zweifelsfall eskaliert das im positiven Sinn. Ach, schon wieder Recht gehabt. Und schon wieder Recht gehabt. Dass ich dort vielleicht an anderer Stelle daneben lag, das wird ausgeblendet. Das heißt, in der Tat, aus Selbstvertrauen, was gut und wichtig ist, wird vielleicht Selbstüberschätzung. Und ich reagiere immer wieder auf Muster und Meinungen und sollte vielleicht mal schauen, was tatsächlich dabei rauskommt. Ja, das wissen wir. Manchmal kommt daraus eine Finanzkrise, weil alle gesagt haben, wir haben das Risiko so gut im Griff, da kann nichts passieren. Und plötzlich kracht alles zusammen. Wenn Sie noch mal wieder Ihre Anleger im Blick haben, ich habe jetzt hier mal etwas dazu, wie Aktivitäten, wie Handelsaktivitäten einzuschätzen sind. Und das wird gleich noch Herr Professor Hacketal genauer analysieren. Aber nochmal Ihre Erfahrungen. Sie haben ja nun die unterschiedlichen Anleger. Es gibt die ganz ruhigen, die machen immer hier und da ein bisschen was. Und die anderen sind relativ aktiv dabei. Wenn Sie sagen, so im ersten Blick können Sie genau klar sagen, wer erfolgreicher ist von den beiden Typen? Schwierig, weil selbst bei den sehr aktiven Anlegern erinnern sich sozusagen diese aktiven Trader eher an ihre Gewinne als an ihre Verluste. Mhm. Und dort ist die Strategie meistens sehr kurzfristig, intraday, innerhalb von kurzen Zeiträumen entsprechende Gewinne abzuschöpfen, die teilweise im Cent-Bereich liegen. Mhm. Ob das wirklich eine Gewinnsituation ist, auch nach entsprechenden Kosten und, muss man dann erst ermitteln. Ich glaube, da kann man kein klares Gewinner- und Verlierermuster rauflegen im Sinne der, dass Häufigkeit automatisch auch zu Nachhaltigkeit führt. Ja, aber es gibt die Wissenschaft und die hat das untersucht, Herr Professor Hacketal. Jetzt müssen Sie uns sagen, hier ist es ja wohl eindeutig, wer viel agiert, hat eher weniger Rendite. Das heißt ja so ein alter Spruch an der Börse, hin und her macht Taschen leer. In der Tat, also es ist eine bahnbrechende Arbeit, leider nicht von uns, sondern aus den USA, Barbara und Odin, die beiden Autoren. Und was wir hier sehen, ist genau das, worüber wir gesprochen haben. Wir haben verschiedene Anleger hier in der ersten Gruppe, eins, diejenigen, die kaum handeln. Mhm. Ja, das heißt, der Umschlag, das weiße hier unten, ist ganz gering. Mhm. Dankeschön. Und hier auf der rechten Seite fünf, das sind die Anleger, die richtig heavy traden, das heißt hohen Umschlag haben. Und wenn wir uns jetzt mal die schwarzen Balken anschauen, dann ist das das Ergebnis ihres Tuns. Das ist eine Rendite und natürlich sorgt man auch dafür, dass man das vom Risiko her vergleichen kann. Und sehen Sie einen Unterschied zwischen diesen fünf Gruppen? Nein. Mhm. Das heißt, das Ergebnis ist dasselbe, egal ob viel oder wenig gehandelt wird. Der einzige Unterschied ist der Umschlag. Und was macht der Umschlag? Der Umschlag, selbst wenn es sehr günstig ist, führt dazu Handelskosten. Das heißt, das Gelbe ist die Nettorendite nach Kosten. Das heißt, die Bruttorendite, das tatsächliche Marktergebnis, ist gleich. Aber wenn man die Kosten abzieht, ist das tatsächliche Ergebnis, das, was dabei rauskommt, für diejenigen, die stark handeln, wesentlich geringer als für die, die ruhige Hand behalten. Es gibt aber offenbar sowas wie einen richtigen Mittelwert. Also wenn ich jetzt rein theoretisch sage, ich mache da einen Trade, wie es so schön heißt, im Jahr und dann liege ich schief, dann habe ich natürlich einen Verlust. Wenn ich zwei mache, habe ich natürlich eine Chance, dass ich wieder besser liege. Also muss ich sehen, dass ich auch eventuell meine Verluste wieder ein bisschen aufhole. Das weiß eigentlich auch jeder Trader oder auch eigentlich jeder Investor. Ich meine, das Thema Umschlag wird ja nicht pauschal gesteuert, sondern es liegt natürlich an den Marktgegebenheiten. Das Thema Diversifikation, was wir auch mehrfach schon angesprochen haben, spielt eine Rolle. Und ich glaube, hier den passenden Rhythmus zu finden und eben nicht
immer ein gleiches Tempo zu fahren bei gleichen Seitwärtsbewegungen des Marktes oder Ähnliches, ist, glaube ich, die Kunst, sich in dieser Welle eines Marktes temporär und zeitgerecht zu bewegen, auch was das Thema Umschlag als solches angeht. Lassen Sie uns noch mal andere Faktoren unter die Lupe nehmen. Man sagt, an der Börse herrscht Herdentrieb, viel mehr Herdentrieb, als man das normalerweise so annimmt. Was sagt der Wissenschaftler dazu? Da menschelt es abermals, denn die Menschen sehen ähnliche Muster und darauf reagieren sie. Übrigens kommt das immer mal wieder dann zu richtig großen Krisen. Das sogenannte Ponzi-Scheme oder Madoff ist auch so etwas, wo sie diesen Herdentrieb sehen. Da rennt man etwas hinterher und sagt, da baut sich auf und die Börsen werden weiter Immobilienblasen. Das ist genau der Effekt. Und in der Tat, das mag ein Grund dafür sein, dass sich ab und zu auch die Aktienkurse so hoch wiegeln, dass sie danach platzen. Aber leider weiß man erst im Nachhinein, wann das zu viel des Guten war. Und insofern ist es immer schwer zu sagen, wann eine Blase ist. Das mag also sogar rational sein, mit der Herde zu schwimmen, aber den richtigen Ausstiegszeitpunkt. Aber der richtige abermals ist natürlich die hohe Kunst, den zu erwischen. Genau, also man muss früher raus, bevor dann in irgendeiner Weise die Kurse so richtig ins Fallen geraten. Da muss man schon weg sein, also mit der Herde laufen, aber die Wendepunkte muss man richtig erwischen. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen, meine Damen und Herren. Also damit Ihnen das so alles nicht passiert mit den Verhaltensanomalien, wie wir gehört haben, die ja gar keine Anomalien sind, sondern eigentlich das ganz Normale, müssen Sie natürlich lernen, die Börse besser in den Griff zu bekommen. Und dazu hilft Ihnen natürlich vor allem auch diese Depot- und Risikoanalyse, an der Sie teilnehmen können. Weitere Informationen gibt es bei flatex.de und bei drf.fm. Da können Sie sich darüber informieren, wie man daran teilnimmt. Und in der nächsten Sendung werden wir dann genau das unter die Lupe nehmen, was man mit Hilfe dieser Analyse lernen kann, um dann am Ende ein besserer Anleger zu werden. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.